Eieiei, da strullert es sich ein Gewand, als ob Bill ja selbst hinter ihm her wäre. Naja, und damit willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, also, ich muss da meine Pläne anscheinend wohl noch ein bisschen ändern. Ach, wobei. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Erstmal rede ich nochmal mit ihm hier. Naja, mit Bulko werde ich erst wohl ein bisschen später anlegen müssen, weil der Typ ist einfach eine Wucht. Der ist einfach eine Wucht, da kann ich nichts dagegen machen. Jetzt gerade. Sorry, das mit dem Mikrofon, da muss ich schon wieder ein bisschen was ändern. Das hat er doch vorher gewusst. Ich erzähl dir noch nichts Neues. Ich habe mir das schon gedacht. Ich bin noch so ein Depp. Mittendrin erstmal das Mikrofon hier wieder rauszuziehen. Wie ist mein Ruf bei den Söldnern? Mal sehen. Wolf sagt, er hat nichts dagegen, wenn du mitmachst. Jarvis meint, du stehst auf der richtigen Seite. Cord denkt, du wärst gut genug, um anzufangen. Cypher sagt, für ihn wäre sonnenklar, dass du mitmachst. Irgendwas schien ihm ziemlich zu freuen. Cord hast du wohl überzeugt, dass du stark genug bist. Sentenza will für dich stimmen. Er sagte, du wärst ein sehr vernünftiger Mann. Von Silvio und Bulko brauche ich wohl gar nicht erst zu reden. Die beiden Schwachköpfe sind gegen jeden. Basta meinte, du wärst okay. Und da hält dich für einen Kameradenschwein. Aber seine Stimme zählt hier sowieso nicht viel. Der Rest der Söldner hat nichts gesagt. Die meisten hast du wohl überzeugt, indem du die Probe bestanden hast. Obwohl viele meinen, einem Bauern die Pacht abzuknöpfen, wäre für eine Probe zu leicht gewesen. Meine Stimme hast du jedenfalls. Und du hast einige faire Duelle gewonnen. Viele der Söldner respektieren das. Die meisten Söldner sind für dich. Von unserer Seite aus kannst du jederzeit bei uns anfangen. Geh zu Lee, er wird dir alles weitere erzählen. Na, guck einer mal an. Ja, also ganz ehrlich, was mit der Bauernpacht, also ich weiß nicht, für die Miliz hätte ich mich doch auch ein bisschen schwach. Das sind, weiß ich nicht, für das andere, weiß ich nicht, da kann ich genauso gegen Bulko kämpfen. Weiß ich nicht. Und ich hätte übrigens auch zu Cord gehen können. Ja, aber nö, finde ich viel zu unehrenhaft für mich. Ich mache lieber alles alleine. Ich bin bereit, mich euch anzuschließen. Dann hast du die Probe von Torloff bestanden? Ja. Das ist gut. Was sagen die anderen Söldner? Die meisten sind für mich. Gut, dann geh jetzt zu Ona. Ich habe schon mit ihm geredet. Über deinen Sold musst du selbst verhandeln. Na ja, und wenn schon. Glaube nicht, dass er großartig... Ich vergesse das eh immer, meinen Sold abzuholen, also... Ausschläge. Wer hat dich denn hier reingelassen? Lee. Was machst du hier auf meinem Hof? Lee schickt mich. Ich will hier als Söldner arbeiten. Er hat schon mit mir geredet. Er ist derjenige, der für dich die Verantwortung trägt, also meinetwegen. Aber mach keine Dummheiten hier. Lass die Bauern und die Mägde in Ruhe und vor allem klau hier nichts, klar? Alles Weitere kannst du mit Lee abklären. Wir müssen uns nur noch über deinen Sold unterhalten. Wie sieht's mit meinem Sold aus? Nun ja, lass mich nachdenken. 50 Goldstücke. Was sagst du? Also ganz ehrlich... Klingt in Ordnung. Das denke ich auch. Jetzt geht's zu Lee. Wie er mich schnell loswerden will. Warte mal, ich speichere mal kurz. Wegen Bulko hast du jetzt ein paar Schafe weniger. Was erzählst du da? Wer ist Bulko? Einer der Söldner. Was interessiert mich das? Wenn er sich an meinen Schafen vergriffen hat, wird er sich vor Lee verantworten müssen. Was belästigst du mich überhaupt mit solchen Kleinigkeiten?
Tja, wenn du wüsstest, das Ding ist doch, warte. Pepe hat doch so Angst, dass er davor sauer sein könnte. Was ist? Ihm interessiert's nicht. Naja, gut. Wegen Bulko hat Ona jetzt ein paar Schafe weniger. Ach, lass mich doch in Ruhe mit der Scheiße. Ich hab so schon genug Ärger. Ich auch. Bulko hat wohl ein Problem mit mir. Er will, dass ich den Hof verlasse. Ja und? Setz dich durch. Du kannst ihm sagen, er soll sich schön zurückhalten, sonst zieh ich ihm die verlorenen Schafe vom Sold ab. Na ja, gut. Ich bin bereit, mich euch anzuschließen. Warst du bei Ona? Er ist einverstanden. Willkommen an Bord, Junge. Hier, nimm dir erstmal eine vernünftige Rüstung. Freut mich, dass du dabei bist. Ich habe auch schon die erste Aufgabe für dich. Es hat mit den Paladinen zu tun. Es wird Zeit, dass du zu ihnen gehst. Du wolltest ja ohnehin dorthin. Ja, dann passt's. Und wie komme ich jetzt zu den Paladinen? Ganz einfach. Du wirst unser Friedensangebot zu ihnen bringen. Ich kenne Lord Hagen, den Kommandanten der Paladine, noch von meiner Zeit in der Armee des Königs. Ich weiß, wie er denkt. Er hat zu wenig Männer. Er wird auf das Angebot eingehen. Zumindest wird er dich anhören. Ich habe einen Brief verfasst. Hier. Damit wird man dich auf jeden Fall beim Anführer der Paladine vorlassen. Naja, als hättest du die Synergie mit Hagen. Man weiß nie, wie man halt denkt. Naja. Ob ich mit der Söldnerrüstung mehr aushalte als mit Dingens? Mit der Lederrüstung? Naja, ich glaube wohl kaum. Den Kalett so. Was bleibt zu tun? Ja, was ich auf jeden Fall mache, ist das Monsterschnetzel, das ist klar. Willkommen bei den Söldnern, Kleiner. Danke. Sobald ich etwas für dich zu tun habe, lasse ich es dich wissen. Das ist gut. Wäldern müssen wir aber ohnehin noch hin. Soweit ich weiß. Alle reden von hinter im Wald von hinter Seekopfshof und da kommt Bulko schon wieder raus. Muss er schon wieder. Wie viel säuft er denn, hör mal? Jetzt ist sowieso nochmal Zeit zu speichern. Aber Mensch, Folge 23, wir sind endlich mal Söldner. Ja! So, du. Sagt dir der Name Pepe etwas? Ich kapiere zwar kein Wort von dem, was du da faselst, aber dein Ton gefällt mir nicht. Tja. Du hättest auf seine Schafe aufpassen sollen. Was interessieren mich seine Schafe? Lee interessieren sie. Worauf willst du hinaus? Wenn du mir weiter auf den Keks gehst, werde ich dafür sorgen, dass du die Schafe bezahlen musst. Wenn du also auf deinen Sold Wert legst, lass mich in Zukunft zufrieden. Du. Ja? Warte mal. Jetzt lässt du wieder mal zu Dings, ne? Aber jetzt kann ich ihn nicht mehr niederprügeln, ne? Aber seine Zeit wird ohnehin noch kommen. Damit bin ich mir sicher. Alles klar. Jetzt geht er sich bei Silvio ausholen. Aber ganz ehrlich, diesen Dialog, den kannte ich selber noch nie. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Sagt Silvio eigentlich noch was dazu? Ach, egal. Hey, du! Warte mal, was sagt eigentlich Tika? Was machst du hier in meiner Küche? Essen. Ich habe Hunger. Hier, friss! Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Ich hab nichts mehr. Nicht mal ein kleines Schüsselchen? Nein. Kann ich den Topf auslecken? Jetzt hör aber auf. Wenn du so wild bist auf den Eintopf, dann musst du auch was dafür tun. Was?
Geh zu Sagitta, der Heilerin hinter Sekops Hof, und bring mir ein Päckchen mit Kräutern von ihr. Wenn du mir die Kräuter bringst, mache ich dir einen Eintopf. Oh, aber fix. Irgendwelche Neuigkeiten? Du bist jetzt einer von uns. Das ist gut. Ja, das ist nämlich eine gute Neuigkeit. Mal wieder einer von denen, sag mal so. Ich hab mir das schon gedacht. Hallo. Jetzt. Bring mir bei, wie man magische Erzwaffen schmiedet. Wenn ich magisches Erz hätte, würde ich das vielleicht sogar tun. Ich hab mir das schon gedacht. Ach komm. Ich gehöre zu den Söldnern und ich kann schmieden. Was denn noch? Kannst du mir mal verraten, wie du eine magische Erzwaffe ohne magisches Erz schmieden willst? Tja, dachte ich mir. Ich brauche mindestens 5 Brocken Erz, sonst kannst du es vergessen. Oh nein. Er hat auf die falschen Leute gefunden. Er hatte das nicht. Gut, Meine Meinung will ja keiner. Was ich jetzt erstmal machen will, ist in den Wald gehen. Also in den Wald nochmal, beziehungsweise... Mal schauen, ob wir da überhaupt durchkommen werden. Und endlich setzt mal wieder in-game die Musik ein. Das sind 2 Wölfe. Die schnapp ich mir. Ja, die Felle kann ich ja nehmen. Wie sieht's hier mit den Scavengern aus? Halb angeschlagen. Eigentlich unehrenhaft. Aber was soll's? Er mit der Erfahrung. Oh, 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 oh. In den Wald müssen wir. Wie oft sage ich das jetzt nochmal? Ich muss jetzt aber aufpassen, wo ich jetzt langlatsche. Da ist es. Da ist ein Schattenläufer, Leute. Scheiße, da hat mich sogar gewittert. Nein, 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 nein. Hallo? Aua. Wer hat mich jetzt noch gewittert? Die Viecher kann ich ja nicht klappen. Schattenläufer jetzt hinterher, oder nicht? Hier ist das... Nee, der hat sich wieder schlafen gelegt. Oder habe ich mir nur eingebildet, dass der mir hinterher kam? Ja, das wäre es jetzt noch gewesen, nochmal. Boah, Alter, Leute, macht mir doch keine Angst. So. Oh, Silbercage. Weinbeere. Pizza Innos. Sehe ich so aus. Kann ich genauso gut Moslem werden? Nee. Das lass mal lieber. Nee, hier ist die kleine Höhle. Da ist sie. Ganz allein hier draußen? Sag, was du von mir willst und dann geh wieder. Ich habe zu tun. Aha, im Sessel furzen. Wer bist du? Du hast noch nicht von mir gehört? Kräuterhexe, sagen sie. Giftmischerin, sagen sie. Doch wenn es ihnen dreckig geht, erinnern sich alle an die gute Sagitta mit ihren heilenden Kräutern. Was machst du hier draußen? Ich lebe hier, seit ich denken kann und widme mich meinen Kräutern. Der Wald ist mein Freund. Er bietet mir alles, was ich brauche. So. Thekla hat mich geschickt, ein Päckchen für sie abzuholen. Ach ja. Ich hatte sie eigentlich schon vor Tagen hier erwartet. Hier hast du das Päckchen.
Pass gut darauf auf. Aber fix. Das mache ich doch glatt. Jetzt können wir wieder auf den Hof. Oder? Andererseits. Oh. Warte mal, ich lasse mich von Dingen zahlen, von Sagita. Da muss ich nicht noch extra Ressourcen verschwenden. Das ist doch Quatsch. Heile mich. Lass mich sehen. Meine Salbe lindert deine schlimmsten Wunden. Ah, es brennt! Nein. Damit bin ich wieder voll heil. Und hier in diesem Wald habe ich noch was vor, übrigens. Alle sagen, hinter Seekorpshof werden hier Waffen. Die Waffenlieferung. Beziehungsweise oder in der Richtung. Das ist noch ein Wolf. Da geht doch mal down jetzt. Ach, guck mal an. Hier ist Seekorpshof. So, ach, guck mal. Und hier hoch geht's zu diesem Trampelpfad. Also, wo man Richtung der Pyramide geht. Also, zu Satoras. Oder wo man sonst noch alles hinkommt. Boah, Feldräuber. Oh, da kommt er rein. Kartoffelkäfer jetzt. Hört doch mal auf hier. Seid doch alle mal ruhig da. Da hinten seht ihr Feuer. Ich sollte mich erstmal heilen. Weil ich habe das Gefühl, da sind sie. Alter, was schmerzt in mein Ohr auf einmal? Okay. Also, Hals und Beinbruch. Die sind doch total bewaffnet, also. Ich mach dich fertig. Ja, kommt erstmal her. Ach, Alter, hatte Gothic 2 einen extremen Hänger. Boah, kommen die von oben? Ja, so kann man es auch machen. Ein Überraschungsangriff hier. Ja, als ob, als ob. Das war's für dich, Penner. Ja, das lag jetzt nur daran von dem Überraschungsangriff, ey. Boah, Mann. Soll ich mal damit reinbrechen? Ich mache jetzt dich zur Sache. Nicht alle greifen an, was ist da los? Einen habe ich. Solange die da stehen. Nichts zu plündern. Oh, als ob. Als ob. Ja, genau. Sollte abhauen. Nee, das ist echt keine gute Idee so. Vielleicht lock ich die. Nee. Bleib stehen, du Lump!
Ich will die Erfahrung. Haben die abgelassen, ja? Boah, so eine Sauerei, komm.